Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Emergency 5, heute zusammen mit der neuen Biberfelde-Modifikation. Die ist nämlich jetzt endlich erschienen. Ich habe zwischenzeitlich ehrlicherweise nicht mehr dran geglaubt, dass die irgendwann kommt, aber jetzt ist sie endlich da und die ist wirklich krass. Es gibt neue Fahrzeuge, neue Einsätze, überarbeitete Gameplay, Modi und Techniken und so. Aber ihr seht, wir haben schon den ersten Einsatz, deswegen werde ich gar nicht lang schnacken, sondern direkt mal einen Rettungsdienst hinschicken. Und dazu drücke ich jetzt mal hier Steuerung und dann kann man das nämlich schon hier mit den Tasten Q und E so ein bisschen anpassen und dann mit der rechten Maustaste hinsetzen. So kann man dann verhindern, dass die alle kreuz und quer an dem Einsatzort ankommen und das etwas geordneter machen. Gut, und jetzt heißt es erstmal warten. Da das jetzt nicht ganz so interessant ist, würde ich sagen, spulen wir vor. Das Prinzip ist natürlich das gleiche wie im Grundspiel von Emergency auch. Es gibt allerdings etwas überarbeitete Modi am Einsatzort, würde ich jetzt mal vorsichtig sagen. Und ich bin auch kein Experte. Ich werde euch alles in der Videobeschreibung verlinken, was man braucht, um Emergency in dieser Form zu spielen mit der Modifikation. Aber lest euch bitte unbedingt das Handbuch durch. Nur damit checkt man dann auch, was wie zu tun ist. Und ich bin kein Profi, ich habe zwar ein bisschen reingespielt, aber es kann auch sein, dass ich heute Fehler mache. Das werdet ihr mir dann sicherlich in den Kommentaren auch bin bereit. Sagen. Bin dabei. Gut, ich mache es immer ganz gern so, dass der eine die Person versorgt. Normalerweise hilft der andere dann vermutlich noch dabei in der Realität, aber ich mache es immer ganz gern, dass der eine hier versorgt und der andere schon bereitgestellt wird. Weil je mehr Einsätze man später hat, desto unübersichtlicher wird die Lage und dann kann es auch schon mal sein, dass man es irgendwie vergisst, dass der andere die Trage holen muss. Gut. Dann nimmt er den Armer mit und dann haben wir hier den ersten Rettungsdiensteinsatz auch schon gut abgeschlossen, sobald er drauf ist. Ich hoffe, Sie liegen bequem. Dann geht's jetzt ab mit Ihnen ins Krankenhaus. Machen Sie es gut. Ich habe gehört, ich bin noch nie in einem Krankenwagen mitgefahren. Aber ich habe gehört, es soll ein bisschen unangenehm sein, wenn man hier draufgeschoben wird. Aber ich spreche nicht aus Erfahrung, ich habe keine Ahnung. Gut, wir spulen mal ein bisschen vor, der fährt wieder weg und wir warten auf den nächsten Einsatz hier im Freeplay-Modus. Und ich glaube, es wird heute noch ein bisschen spektakulär, ein bisschen krasser. Es kann übrigens auch noch zu Abstürzen kommen. Ich hoffe, dass es hier jetzt in dem Video nicht passiert. Mir ist es allerdings bei der Vorbereitung schon so ein bisschen passiert. Tja. Das ist aber jetzt noch eine frühe Version. Ich denke, da wird es dann später noch einige Fixes, einige Patches geben, die das dann hoffentlich verhindern. Gut, damit ist der Einsatz auch schon abgeschlossen und wir warten auf den nächsten. Heute scheint es aber ein bisschen... Eine Person ist zusammengebrochen. Sie muss versorgt und abtransportiert werden. Da sind wir mittlerweile Profi drin. Später empfiehlt es sich natürlich nicht vorzuspulen. Aber das kann ich ja vielleicht dazu nutzen, hier einmal kurz ein bisschen über die Karte zu gehen. Hier sehen wir nämlich, was es so alles gibt. Das scheint hier die Hauptfeuerwache zu sein. Hier haben wir HLF. Notruf, Gebäudebrand. So, und da sind wir nämlich schon im Game drin. Es befinden sich noch Personen im brennenden Gebäude. Retten Sie sie. Ach du liebe Zeit. Löschen Sie alle Brände. Ah, leck mich. Versorgen Sie alle Opfer der Brände und transportieren Sie beschädigte Fahrzeuge ab. Ah, oh, leck mich der Tesch, jetzt geht es richtig los. Also, einmal kompletter Löschzug hier. Also, ELW, HLF nehmen wir auch noch mit. Die müssen dann gleich eine Löschwasserversorgung aufbauen. Wir machen das ausnahmsweise mal, wir platzieren das hier, damit die Drehleiter nämlich hier dran kommt. So, und die ersten rücken da jetzt auch schon aus, glaube ich. Jetzt gleich geht's los, TLF nehmen wir auch mit. Ich weiß noch nicht wofür, aber ich bin mir sicher, wir werden es brauchen. Die DLK ist platziert, ELW haben wir, das bringt jetzt hier im Spiel nicht so viel, aber er fährt hier in der Realität auch immer mit. DLK haben wir, HLF haben wir und TLF haben wir. Wir brauchen noch einen Rettungsdienst. Eine Person befindet sich auf dem Balkon des brennenden Gebäudes in Gefahr. Jo. Wir sollten so schnell wie möglich das Drehleiter Leitstelle, wir sind unterwegs. Keine Panik jetzt hier, wir nehmen auch noch einen Notarzt mit. Besser haben und nicht brauchen, als brauchen und nicht haben. Merkt's euch. Und wir brauchen natürlich die Polizei, die mal hier ein bisschen für Ordnung sorgt, weil hier der Verkehr noch durchfließt. Da wird einfach weitergefahren. Da wird nicht die andere Straße genutzt oder so, sondern, ach, das ganze Haus steht in Flammen. Fahren wir mal lieber vorbei. Vielleicht nur im Schritttempo, damit wir noch ein bisschen was sehen, wa? Da sind wir doch die Liebsten.
So, dann nehmen wir den hier auch noch mit. Also dieses Feature, man muss das nicht so machen, wie ich das hier mache, aber ich finde das schon genial, dass man das so platzieren kann. Allgemein bin ich großer Fan von der Modifikation und muss auch wirklich sagen, großes Danke an die Modder. Das ist ja nicht selbstverständlich, dass man sich jahrelang Zeit nimmt. Ich habe ein bisschen Angst, dass der in Brand gerät hier. Deswegen fahre ich den mal ein bisschen weg. Ist in Arbeit. Das ist ja nicht selbstverständlich, deswegen vielen Dank. Gut, guter Mann. Wir sind schon unterwegs. Die Drehleiter kommt gleich an. Wir holen sie da runter. Und da kommt auch schon das HLF an. Und das baut bitte direkt meine Löschwasserversorgung auf. Das heißt, einmal mit PA ausrüsten. Zwei müssten sich jetzt hier mit PA ausrüsten. Nehmen wir den mal hier. Okay. Und den. Was gibt's? Ich weiß nicht, ob die zugeordnet sind. Ist in Arbeit. Und ich mache mal kurz Pause, damit ich einmal kurz eine Sache zeigen kann. Es gibt hier bei dem Fahrzeug sogar die Möglichkeit, Licht anzumachen, wenn man das möchte. Warnblinker. Das sieht man natürlich jetzt nicht, weil die Zeit pausiert ist. Und man kann hier noch so Blitze anmachen. Mega. Ändert jetzt das Einsatzgeschehen nicht unbedingt, aber... So, einmal den Angriffstrupp nehmen wir hier einmal hin. Dann bitte einmal das Standrohr aufbauen. Okay. Jo, okay. Und einmal den Verteiler legen. So, das Standrohr bitte. Was habe ich? Ach, hör mal, das ist ja Luxus. Bin dabei. Und das soll dann mit dem HLF verbunden werden. Die Drehleiter bitte einmal aufbauen hier. Kriegen wir den da runter? Zu Befehl. So, einmal aufbauen. Hier bitte Schläuche nehmen. Die beiden können hier schon Schläuche nehmen. Erwarte Befehle. So. Verstanden. Den Verteiler von hier nach hier legen bitte. Und die Polizei ist auch schon da. Jetzt haben wir es aber. Und bevor ich es vergesse, der Rettungsdienst muss hier natürlich mal aussteigen. Und dann kann der eine sich schon mal darum kümmern, den hier zu versorgen. Alles klar. Ach nee, der hat ja schon Koffer, dann soll er das machen. In Ordnung. Nee, stopp, stopp, stopp. Dann nimmt er bitte die Trage. Die verletzte Person muss erst noch von einem Arzt untersucht werden. Oh, wir brauchen noch Notarzt. Das holen wir mal schnell ein NEF hier hin. Ist unterwegs. Willkommen. So, die Person ist eingetroffen. Jetzt müsste ein Feuerwehrmann den hier einmal wegziehen, bitte. Wird erledigt. Und die machen sich bitte hier dran. Und dann geht's auch schon los. Ah. Ich glaube, den habe ich jetzt ein bisschen dumm gesetzt. Ja. So. Und dann bitte hier einmal annabeln. Und den auch bitte einmal dran machen. Kein Problem. So, und jetzt steht die ganze Scheiße hier auch schon lichterloh in Flammen. Großes Kino. Jetzt geht die ganze Show hier richtig los. Also, erstmal, sie kommen mal mit und dann ziehen wir sie mal hier auf den anderen. Bin bereit. So, und der kommt hier hin. Und die Polizei sperrt bitte mal die Straße ab. Ich habe die immer schon so platziert, dass die dann mit ihrer Anwesenheit sozusagen schon so ein bisschen was sperren. Weil man nicht direkt immer dazu kommt. Aber jetzt machen wir es hier nochmal richtig. Ist in Arbeit. Und auch hier bitte einmal die Straße sperren. Bin bereit. Okay. Zack. Und da haben wir es geschafft. So. Gut. Jetzt wäre natürlich noch eine... Bin dabei. Das wäre eine Idee, ne? Das ja auch löscht. So, wir müssen allerdings noch den Wagen hier anmachen. Die Pumpe, das habe ich vergessen. Deswegen löschen sie auch nicht. Ich dachte gerade schon, hätten spontan schon mal Mittag gemacht. 11.27 Uhr dachten sie, oh, muss ich jetzt. Zu Befehl. So, Pumpe läuft. Wird erledigt. Ja. Attacke. Wird erledigt. So, jetzt Notarzt. Einmal aussteigen und ran an den Lachs hier. Der wird wieder aufgepäppelt. Sofort. Okay. Notarzt. Höre, zu Befehl. Einmal aussteigen und auch hier bitte einmal ran. Sorry, dass es so lange gedauert hat. Wir sind etwas unterbesetzt in der Leitstelle. Früher war das immer so ein chaotisches Geklicke, wenn ich Emergency gespielt habe. Für den einen oder anderen ist es in dieser Folge vielleicht auch so. Ich bemühe mich allerdings etwas gelassener, etwas entspannter an die ganze Geschichte ranzugehen. Früher war ich schon wirklich sehr nervös auch, dass alles in die Brüche geht.
So, jetzt einmal hier, bevor das jetzt hier auf den ganzen Wohnblock übergeht, muss einer sich mal hier drum kümmern. Und wir holen mal noch ein zweites HLF hinzu. Da sind wir. Heute gönnen wir uns einfach mal den Luxus. Weil ich nämlich Angst habe, dass das hier ganz schnell eine ganz große Geschichte wird. Ja. So, und ihr kommt mal mit. Und ihr unterstützt mal. Ich weiß nicht, ob man mit so einem Dachmonitor vom TLF Häuser löscht. Habe ich früher immer gemacht. Ich weiß aber nicht, ob man das so macht. Deswegen machen wir es jetzt mal so, dass wir den Dachmonitor für die Buschbrände hier nehmen. Die sollten auf jeden Fall erreichbar sein damit. Ja, und die löschen jetzt das Haus und der ist versorgt. Super, einmal aussteigen bitte. Und hier nehmen wir mit der Trage den Herrn einmal mit. Einmal Ausrüstung ablegen, der kann schon einsteigen. Der kann auch schon einsteigen. Und der holt die Trage. Jojojo, sie kommen gleich mit. Keine Panik auf der Titanic. Was gibt's? So. Jetzt Monitor einschalten und dann Rinder. So, und hier bitte einmal die Trage fertig machen. Okay. So, und hier nehmen wir die noch mit. Der Notarzt kann schon wieder zurück ins Headquarter. Man weiß nie, wofür man die Kräfte noch braucht, deswegen besser ist es. Und die Autos, schlau wie ihr und ihr, warten einfach. Na gut, dann sollen sie noch ein bisschen warten. Komm, ab dafür. Verstanden. Tschüssikowski. Den haben wir erledigt, den Einsatz. Hier sieht's auch gut aus. Die Brände sind gelöscht. Das HLF kann direkt wieder nach Hause fahren. Bereit. Ihr seid zu spät. Die Show ist vorbei. So, einmal einpacken bitte. Sofort. Einmal einpacken bitte. Und auch ihr einmal einpacken. Zu Befehl. Und ihr, wir können auch los. Bin dabei. Ja. Und hier muss noch das Opfer mit dem RTW abtransportiert wird. Wird erledigt. Wird erledigt. Was gibt's? Wird erledigt. Wenn man nur den Spielsound hört, dann kann man leicht wahnsinnig werden. Aber es macht mir also, auch nach vielen Jahren, ich habe Emergency ja immer unglaublich gern gespielt und es macht natürlich nicht so viel Spaß, dann immer die gleichen Einsätze im freien Spiel zu haben. Also diese Mission, diese spektakulären, das war schon irgendwie toll. Irgendwann sieht man dann aber natürlich davon ab. Aber es ist schon wirklich nach wie vor ein tolles Spiel. Und es freut mich, dass es durch die Modder jetzt so am Leben erhalten wird. Was gibt's? Weil Emergency Wuppertal ist ja auch eine ziemlich spektakuläre Geschichte, auch sehr aufwendig, auch sehr gelungen. Erwarte Befehle, kein Problem. So, drin, Headquarter. Jawohl. Und auch ihr könnt dann abrücken zum Headquarter. Und hier die Polizei auch. Was geht's? Warte, da haben wir doch hier alles wieder aufgeräumt. Also wenn das so weitergeht, da kann ich mich dran gewöhnen. Jetzt bin ich erst richtig drin, da machen wir noch einen Einsatz. Können wir auch mal ein bisschen vorspulen. Ich meine, wir haben ja alles erledigt. Die Stelle ist für uns nicht erreichbar. Wir sollten einen anderen Bereich auswählen. Ich dachte erst, was für eine Stelle. Der ist fertig. Und der sollte jetzt eigentlich auch gleich fertig sein. Ich dachte erst, das wird jetzt hier so ein Riesenfeuer aus so einem kleinen Brand, aus so einem kleinen Gebäudebrand. Also was heißt klein, aber verhältnismäßig klein, hätte auch was richtig Großes. Die ganze Siedlung hier hätte brennen können, wenn man hier sich noch ein bisschen mehr Zeit gelassen hätte. Insofern muss ich da einmal kurz ein bisschen managen. Aber es hat ja nochmal alles gut hier gegangen. So, sagen wir hier. Achtung, so! In einem Gebäude hat sich eine Gasexplosion. Eine Gasexplosion, da sehe ich alle mich. Brände. Wenn nötig, kümmern Sie sich um alle Folgeschäden. Alles klar. Drehleiter, ihr könnt gleich hier bleiben. So, wir haben auch, also wir haben eine Berufsfeuerwehr, haben eine freiwillige Feuerwehr, wir haben Rettungsdienst und dann haben wir hier noch Polizei, Notfallmanager und Verkehrsdienst und so. Also das ist cool gemacht und auf der Map sehen wir dann auch zum Beispiel Bundespolizei und Landespolizei. Ja, das ist, da steckt schon viel Überlegung drin. So, ein Rettungsdienst nehmen wir natürlich auch wieder mit und ein Notarzteinsatzfahrzeug nehmen wir auch mal mit. Die stehen da zwar dann nur rum. Notarzt ist immer ein bisschen blöd. Also fährt, glaube ich, sonst nicht mit.
Aber das scheint ja was Größeres zu sein, ne? Dann nehmen wir uns auf jeden Fall noch ein zweites HLF mit. Können wir direkt zwei Löschwasserversorgungen aufbauen. Die kommen von hier allerdings dran. Ein guter Sixth-LKW. Also es gibt auch massig neue Objekte hier. Oh, hör mal. Haben wir hier die Express-Bestellung gemacht? Ja, das gibt's doch gar nicht. Also, da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet. So früh? Na, da fahren wir noch ein bisschen weiter, ne? Die Stelle wird dann ist für uns nicht erreichbar. Doch ein bisschen zu heiß hier. Sofort. Einmal aussteigen. HLF kommt auch. Höre. Bitte mit Atemschutz ausrüsten und Pumpe aktivieren. Sofort. Und der Rest kann auch schon aussteigen. Und dann erstmal wieder eine schöne Löschwasserversorgung aufbauen. Ja. Standrohr haben wir hier auch wieder so einen Luxus. Man weiß es nicht. Ja. Einmal den Verteiler hier nehmen. Zu Befehl. Der Gruppenführer, der kann mal hier hin. Was gibt's? Da steht noch im Weg rum. Jawohl. Hier können sich schon mal einen Schlauch nehmen, der auch. Sofort. So, und dann. Den Verteiler von hier nach hier. Ist ja auch noch ein bisschen was im Tank, das heißt, wir können dann gleich schon mal anfangen mit dem Löschen. Fahrzeuge sind zusammengestoßen. Retten Sie die Fahrer aus den Unfallfahrzeugen. Jawohl. Versorgen Sie alle Opfer und schleppen Sie die Unfallfahrzeuge. Leute, ich habe doch hier gerade schon einen großen Einsatz. Das kommt jetzt hier gerade wirklich ungelegen. Was sonst noch zu tun ist. Das macht die Freiwillige jetzt. Wir nehmen LF. Wir löschen. Achtung, mindestens ein Unfallfahrzeug brennt. Ja, ja, das habe ich gerade schon gesehen. Herzlichen Dank für die Info. So, Rettungsdienst, nehmen wir so, machen wir so. Und ein NEF nehmen wir auch mit. Ja. So. Jetzt aber erstmal zurück zur Explosion, weil da müssen wir jetzt ein bisschen Gas geben. Im wahrsten Sinne des Wortes. Denn da geht's jetzt schon los mit dem Nachbargebäude. So, einmal dran machen bitte. Zu Befehl. Und hat der das Standrohr? Was geht's? Was hat der? Ne, der hat einen Schlauch auch. Einmal dran machen. Alles klar. Wo habe ich denn jetzt den mit dem Standrohr hingeschickt? Liebe Leute. Ah, ich liebe es. Dann sollte er sich nochmal eins schnappen. Ich glaube, das gibt sonst nichts mehr. Weil gleich ist unser Tank leer. Das sehen wir hier auch. Natürlich gibt es hier auch eine Tankanzeige. Der Tank, der hält, keine Ahnung, 2-3 Minuten, würde ich jetzt mal so behaupten. So, wo haben wir jetzt hier eine Möglichkeit? Hier. So. Ist in Arbeit. So. Sofort. So, der macht das jetzt einfach. Ich weiß nicht, was der andere da jetzt macht, aber. So, gleich haben wir die Lage auch unter Kontrolle, hoffentlich. Erwarte Befehle. Hier ist noch niemand da. Das kann sich erstmal ausbreiten. Na gut. Hier sind aber schon ein paar Leute da. Also, HLF Nummer 2. Ja, wird erledigt. Aus. So. Einmal die. Höre. Pumpe aktivieren bitte. In Ordnung. Was geht's? Den hier hin. Der Höre. Nimmt sich. Ist in Arbeit. PA. Und der aus. Ist in Arbeit. Was geht's? Einmal das Standrohr nehmen hier. Wird erledigt. Und dann, wo tun wir das hin? Mal wieder eine kleine. Ah ja, hier. Hör mal, das ist aber auch die Stadt. Okay. Das ist wirklich Luxus sofort. Hier. Manchmal muss man kilometerweit erstmal rennen. Ich habe sogar in der Realität. Sind die manchmal sogar kaputt, ne? Also ich lache jetzt, aber ich glaube, am Einsatzort ist das ein Drama. Bin dabei. Wenn das vorkommt. Hier in Emergency, heile Welt. Kein Problem. Erwarte Befehle. Ah, mach schon mal. Schläuche nehmen bitte. Und dann könnt ihr die auch direkt gleich. An den Verteiler vorne anschließen, der da schon gelegt wird. Ah, jeder macht hier seine Sachen. Es läuft. So, ran da bitte. Und dann geht's weiter. So, wir haben, glaube ich, die Brände jetzt erstmal unter Kontrolle. Dann kümmern wir uns jetzt mal hier drum. Was geht's? Pumpe. Jawohl. Aussteigen. Und dann machen die Freiwilligen das jetzt hier noch. Ich glaube, wir hätten sogar noch Kapazitäten bei der BF gehabt, aber. Quatsch. Okay. Haben jetzt Blödsinn gemacht, glaube ich. Erwarte Befehle. So, Pumpe aktivieren. Wird gemacht.
Bin bereit. Wird erledigt. Bin bereit. Ja. Wird erledigt. Ja. Und ich glaube, für einen Schnellangriff ist das jetzt schon gar nichts mehr. Wir müssen auch hier eine Löschwasserversorgung aufbauen. Ich traue es mich ehrlich gesagt nicht, mit einem Schnellangriff jetzt hier zu starten. Wäre vielleicht nicht schlecht, um schon mal das Schlimmste zu verhindern. Aber wir machen das jetzt einfach. Alles klar. So. In Ordnung. Ja? Was gibt's? So, Verteiler. Jawohl. Von hier. Von hier nach hier. Wird erledigt. Und ihr beide schnappt euch wie gewohnt ein. Verstanden. Seeschlauch. Seerohr. Oder wie das heißt hier, ne? So, und dann können die sich hier anschließen und dann könnt ihr hier löschen. Verstanden. Was gibt's? Bin dabei. Einmal aussteigen. Einmal aussteigen. Und hier werden die Brände jetzt peu à peu gelöscht. So soll es doch sein. Dann können wir jetzt mal hier die Polizei anfunken. Weil die Leute, man kennt sie nicht anders, sind natürlich hier wieder on tour, ne? So, kurz gucken. So. Hier müssen wir auch nur eine Spur sperren, denke ich. Gut, die sind beschäftigt. Hier läuft's auch ganz gut. Dann müssen die vermutlich sie jetzt hier noch so eine Rettungsschere holen, ne? Bin bereit. Kann sich hier schon mal ausrüsten, weil da scheint ja noch irgendwie jemand drin zu sein. Haben wir... Oh Leute, das ist nicht gut. Bleibt mal hier. Wir brauchen Rüstwagen noch. Ich dachte, er ist hier auf dem LF mit, aber das ist ja kein HLF. Auf dem HLF wäre es bestimmt dabei. Leute, wir brauchen von der... Haben wir hier einen Rüstwagen? Jo. Großes Kino. Einmal mit Profis. Wie weit sind denn die Einsatzorte hier entfernt? Ah, schon. Der wäre jetzt hier rüber gelaufen und hätte sich hier was geholt. Ich glaube, das ist nicht so der Bringer. So, ja. Können die denn auch noch hier löschen? Das wäre wirklich phänomenal, wenn es ginge. Aber es gibt immer so einen bestimmten Bereich, wo die dann nicht mehr löschen, glaube ich. So, kriegt er das noch hin? Bin bereit. Ach Leute. Bringen die das denn vielleicht noch hin? Was geht's? Auch zu weit weg. Shit, shit, shit. Wir haben ja noch das TLF hier. Höre. Da müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das jetzt am besten organisieren hier. Aber das geht mal hier hin. So, wo ist das der Rüstwagen? Wir müssen hier langsam rein. Wir haben wirklich Problem Grande, merke ich hier gerade. Haben wir denn... Vielleicht ist die... Wir holen ja hier irgendwas. Die haben doch bestimmt auch irgendwie... Irgendein Fahrzeug. Die haben sogar ein HLF. Hätte ich einfach nur schicken müssen. Wir gucken mal. Vielleicht sind die Freiwilligen hier auch schneller. Wir holen jetzt einfach mal alles, was geht. Wir müssen Gas geben. So. Guter Mann, kommen Sie raus aus dem Feuer da. Alles klar. So, dann machen wir das hier einmal an. Zack, Pumpe Verstand. Aktivieren. Was geht's? Und dann sollen die mal ein... Kann man von dem hier einen Verteiler legen? Das wäre nämlich phänomenal. Einer ist noch drin. Sofort. Wir gucken mal, ob die... Kein Problem. Von hier aus einen Verteiler legen, dass die zwei Hanseln sich dann direkt da dran festmachen können. Jo. Dann einmal abmachen und hier vorne dran machen. Weil eigentlich müssten die das Feuer hier löschen können. Aber ich glaube, es ist einfach zu weit entfernt. So, da kommt auch schon irgendjemand. Also was heißt schon? Was haben genug gedauert. So Arbeit. Leute, einmal hier die Rettungsschere bitte. Was gibt's? Bin dabei. Der hat eine, ne? Jo, sieht gut aus. Jetzt endlich. Okay. Oh, ich schäme mich in Grund und Boden für diesen Fauxpas, der mir hier unterlaufen ist. Höre. Wenn man Feuerwehr auf Wish bestellt hat. So fühle ich mich hier gerade. so. Kein Problem.
Und der kann sich hier auch losmachen, damit der nicht alleine löschen muss. Aber so haben wir es jetzt langsam im Griff, die ganze Lage hier. So. Bin bereit. Was ist da jetzt noch zu machen? Einmal aussteigen bitte und dann ab dafür. Schnell, ran. Ich hoffe, der lebt noch einigermaßen. Ja, wir sind ja schon da. Hallo? Jawohl. Ja. Bin bereit. Zu Befehl. Ja, da geht's schon los. Der sollte sich jetzt hier auch losgemacht haben. Der kommt dann auch noch hier dran. Ist in Arbeit. Und dann gucken wir mal, was da noch so geht alles. Aber ich glaube, die Explosion ist... das Problem ist halt, dass es jetzt hier schon auf dieses Gebäude übergeht. Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Wir... Ja. Hier, ihr könnt langsam schon abbauen. Ich glaube, das brauchen wir gar nicht mehr. Die Frage ist, kriegen die das jetzt hin oder nicht? Ah, doch, es geht zurück. Pass mal auf. Geht ihr mal erstmal noch hier hin. Bin dabei. Damit das keinesfalls mehr hier sich ausbreitet, in die Richtung. Das müssen wir erstmal unter Kontrolle kriegen. So, und der stabil scheint auch noch zu leben. Ja. Gott sei Dank. Verstanden. Was gibt's? Nicht Gott sei Dank, eigentlich dem Rüstwagen sei Dank. Sofort. Ja. So, einpacken. Schüssikowski. Ja. Der Notarzt kann auch. In Ordnung. Zurückfahren. Einrücken. Oh, hier ist irgendwas wieder ausgebrochen, irgendein Brand. Mal gucken, was das ist. Ah, hier. Leute, kommt ihr da nicht noch irgendwie ran? Wir brauchen noch ein TLF. Haben wir noch ein TLF? Das nicht? Haben wir kein TLF mehr? Auch nicht von der... Doch, natürlich haben wir noch eins. Das werde ich dann mal hier einsetzen. Prophylaxe. Ich habe nämlich keine Lust, dass jetzt hier die ganzen Büsche anfangen zu brennen. Aber hier hätte ich, glaube ich, doch ein bisschen schneller und ein bisschen entschlossener rangehen müssen. Hätte ein bisschen mehr im Blick haben müssen, wo sich das Feuer hätte ausbreiten können. Das habe ich nicht so gut gemacht. Muss ich ganz selbstkritisch zugeben. So. Was gibt's? Okay. Rin und dann weg. Bin dabei. Was gibt's? Weg. Verstanden. Höre. Tschüss. Und wir bauen einmal noch den Abschlepper von... Ah, nehmen wir heute mal Schulte und Sohn. Also die sind hier irgendwie unterschiedlich verteilt. Man könnte jetzt die Karte studieren. Ah, nehmen wir heute mal den Holzmeister. Die sind unterschiedlich verteilt. Man könnte jetzt die Karte studieren und rausfinden, wer jetzt am nächsten dran ist, wer das am schnellsten erledigt. Aber bin bereit. Ja, wird erledigt. Habe ich jetzt mal nicht gemacht. So, jawohl. Tschüss. Und auf den Abschlepper warten wir jetzt noch. Oh ja, das geht schon köstlich los hier. Aber die verhindern von hier ein Übergreifen und die verhindern jetzt hier. Das Einzige, was halt jetzt fehlt, ist hier vorne. Wir haben hier auch keine Löschwasserversorgung. Das ist bald. Wir müssen einmal. Müssen wir mal ein bisschen was Trickiges machen. Wir müssen einmal von hier einen Schlauch da hinlegen. Oder wir müssen. Wir können den auch direkt von hier. Bin dabei. Nach hier legen. Jawohl. So. Das TLF scheint da zu sein. Höre. Pumpe an. Zu Befehl. Monitor an. Ja. Okay. Und da wird das etwas ältere Löschfahrzeug hier, oder Tanklöschfahrzeug, auch nochmal eingesetzt. Verstanden. So, der hat er jetzt hier. Wo ist jetzt derjenige, der den Anschluss machen sollte? Erwarte Befehle. Von hier. Na gut, dann von hier. Alles klar. Nach hier. Wird erledigt. Dann wird jetzt das HLF mit dem TLF verbunden. Ich glaube, es funktioniert. Toi, toi, toi. Ah ja, und jetzt löscht er auch hier noch mit. Gucken wir mal, wie schnell das jetzt leer geht. Das geht vermutlich relativ flott. Das könnte reichen.
So. Zwei Brände haben wir jetzt noch. Und die haben kein Wasser. Die warten immer noch auf Wasser. Was ist denn jetzt mit dem Anschluss? Wieso wird er nicht angeschlossen? Leute. Eigentlich für solche Spielchen haben wir jetzt keine Zeit hier. Ja? Irgendwo, ich habe keine Ahnung, wo der jetzt hingerannt ist, aber es scheint irgendwie ein Missverständnis vorzuliegen. Höre. Wird erledigt. Dann soll der sich mal abmachen, abnabeln. Und dann von hier. Verstanden. Nach hier. Wird nee, gemacht. Moment. Ah. Wird erledigt. Müssen wir es jetzt nochmal so machen. Ist jetzt nicht so ganz optimal, wie die Lage hier ist. Das möchte ich mal ganz deutlich sagen. Den Schuh muss ich mir anziehen. So, der ist jetzt dran und dann soll das hier dran. Jawohl. Nee, Moment. Bin dabei. So. Da ist es dran. Was gibt's? Und jetzt hier dran. Verstanden. So, jetzt hat er's. Und jetzt haben wir gleich auch wieder Wasser. Endlich, finally. Die kühlen hier immer noch runter. Hier breitet sich das wieder an. Aus. Leute. Das, ja, üben wir nochmal. So, einmal aussteigen. Und dann bitte einmal aus der Gefahrenzone raus. Und dann kann der eine hier, der Heinz, mal den Absperrmeister machen. So. Kommt hier auch kein Verkehr mehr durch. So, die rücken jetzt vor. Da scheinen sie doch noch irgendwie hinzukommen. Schön. Das scheint leer zu sein. Bin bereit. Also ab ins Headquarter. Bin bereit. Kein Problem. Aber jetzt kriegen wir das schon irgendwie hin. So, jetzt müsste der eigentlich wieder... Ja, der hat wieder... Was geht's? Wasser. Dann einmal noch mal einen Löschschlauch holen. Und dann einmal hier dran machen. Und mitmachen. Das ist auch, also, wenn einem das in der Realität passieren würde, dass aus Versehen noch das Nachbarhaus in Brand gerät, das wäre sehr schlecht. Das Feuer muss halt jetzt irgendwie eingekesselt werden. Haben wir gar keinen TLF mehr jetzt hier? Was voll ist auch. Noch eine HLF? Nee, auch nicht. Das ist nicht gut. Ja, wir kriegen das schon hin. Jetzt geht das ja in die richtige Richtung hier. Vielleicht kann... Haben wir noch irgendwo Kräfte, die sich noch mit... Was geht's? Ach, der ist hier einfach eingestiegen. Der Keck. Der ist mit dem Standrohr einfach eingestiegen. Das kann man natürlich machen. Da soll ich mal auch einen Atemschutz hier anziehen. Das machen wir irgendwie. Nee, will er nicht. Aber denn sonst noch irgendjemanden, der sich ausrüsten könnte? Ich überlege, ob wir jetzt einfach noch ein HLF hier hinsetzen. Oder ein LF. Um Herr der Lage zu werden. Das geht nicht. Rüstwagen bringt uns nichts. Ja, wir nehmen jetzt einfach das LF der Freiwilligen Feuerwehr noch. Die müssen es richten. So, Fahrzeugwracks abschleppen. Der wartet hier schon die ganze Zeit geduldig. Das können wir jetzt mal machen. Ja, jetzt, das sind natürlich jetzt viele kleine Brände hier. Also wenn dieses Haus hier gelöscht ist, dann ist erstmal das Schlimmste... geschafft. Ja. Und die kommen hier nicht hin. Also muss es tatsächlich die Freiwillige löschen. Da sind sie.
Endlich. Gott sei Dank. Gibt's? So, jetzt machen wir hier nochmal das übliche Programm. Einmal ausrüsten, verstanden. Einmal an die Pumpe. Jawohl. Der geht zur Pumpe. Der geht, erwartet, die gehen alle gemeine raus. Einer hier mit einem Standrohr, bitte. Ja. Höre. Alles klar. So, einmal hier hin und verstanden. Hier hin. Verstanden. Einmal einen Verteiler, ja, legen. Okay. Von hier. Wird erledigt. Nach. Achso, das hier war schon gerade das Symbol. Wieso war das nur ganz kurz da? Ah ja, hier. Machen wir es mal. Ah, hier. Und die beiden sind ja ausgerüstet. Die können dann sich einen, okay, Schlauch nehmen und sich hier vorne anschließen. Und dann können die jetzt hier die ganzen kleinen Brände löschen. Zu Befehl. Und dann haben wir's. Ah, jetzt kommen auch die Kollegen da noch rüber. Mal gucken, wie weit sie es schaffen. Ah, ziemlich weit. Erstaunlich weit sogar. So, und die nehmen jetzt das Haus wieder. In Ordnung. Zu einem Großeinsatz ist das alles geworden hier. Erwarte Befehle. Ah, hier hin schaffen sie es dann doch nicht mehr. Alles klar. Erwarte Befehle. Jawohl. Jawohl. Erwarte Befehle. Ladies and Gentlemen, wir haben das Feuer unter Kontrolle. Nach langer Zeit. Ich würde sagen, wir lassen die jetzt hier noch schnell zu Ende löschen, aber hier passiert jetzt nichts mehr. Wir haben das tatsächlich geschafft. Das Fahrzeugwrack dürfte jetzt gleich auch da sein. Ich sehe gar nicht auf der Karte, wo sich da jetzt noch was bewegt. Eigentlich müsste es jetzt gleich abgeschlossen sein. Die lassen wir mal schnell noch zu Ende löschen. Da passiert aber nicht mehr viel. Das wird nicht mehr übergreifen auf das Nachbargebäude. Jetzt die letzten Metern tun sich ein bisschen schwer. Aber es wird weniger. Und da ist das Hauptgebäude auch schon gelöscht. Jetzt wird noch schnell der Müllbrand da gelöscht. Und dann haben wir diesen Einsatz auch erledigt. Das soll es allerdings soweit gewesen sein von dieser Folge. Wenn ihr wollt, gibt es vielleicht irgendwann nochmal eine Folge von Biberfelde. Ich werde vielleicht mal so ein, zwei Patches abwarten. Die dann nochmal so ein bisschen Abstürze verhindern oder auch andere Sachen nochmal anpassen. Und dann würde ich nochmal reinspielen. Macht mir auf jeden Fall großen Spaß. Klare Empfehlung, um nochmal in Emergency reinzuschauen. Und falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, es ist irgendwie Emergency One in Entwicklung. Was das ist, weiß keiner so richtig, aber es geht wohl offenbar irgendwie weiter mit Emergency. Mal gucken, wann und wie. Aber da dürfen wir uns noch überraschen lassen. Gut. Ach, der ist gar nicht zum Headquarter zurückgefahren. Gut. Alles klar. Dann kann das auch abgeschlossen werden. Danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.